Ja, hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Gamer Chago im ETS2. Wir sind jetzt hier noch in Oslo und wollen nach Liepāja oder so ähnlich heißt das. Sorry für die Aussprache. Das ist in Lettland. Aber die Name da, das ist echt ganz schön extrem auszusprechen. Ja, was haben wir dran? Wir haben ja nochmal einen Trailer drin, also nichts Weltbewegendes. Dann werden wir mal losmachen. Wir haben jetzt 980 Kilometer vor uns. Und ja, dann würde ich sagen, genießt mal die Fahrt. Wir werden jetzt mal hier losfahren. Biege nach rechts ab. Ich will auch die Fahrt genießen hier. Fahren. Ja, wie gesagt, von die 900 Kilometer ist auch noch eine Fähre dabei. Auch noch ein bisschen weniger dann. Ja, schauen wir mal. Also die Tour wird natürlich auch bestimmt zweiteilig werden. Wird jetzt immer so zweiteilig werden, weil ja schon ganz schön lang ist die Preis, also warum ich da jetzt einen Schaden habe, verstehe ich zwar nicht, aber okay. Man muss so manches nicht verstehen. So, und dann hauen wir mal den Tempomaten rein und dann werden wir mal hier Yassi, ne? Ja, vielleicht habt ihr es ja ein bisschen mitgekriegt gestern im Team da. Irgendwie hat es nicht so richtig hingehauen, wie ich es wollte. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich hoffe ja nur, dass das besser wird. Alles richtig schön eingestellt gehabt und so. Und ja, frage ich mich eigentlich, wie das so funktioniert hatte. Weil der Musiksound vom Spiel war nicht da. Keine Ahnung warum. Das ist schon ein bisschen besser, ne? Also. Ja, ich muss auch sagen, es war auch ein anderes Profil, ne? Und ich habe ja da auch keine. Nimm die Ausfahrt rechts. Keine. Das auch schon. Keine Mods drin, alles rausgenommen. Nervig ist das. Hätte ich schon gerne drin gehabt. Aber wenn der ein oder andere mitfahren will, da muss man das halt rausnehmen. Ne? Ja, vielleicht nehme ich auch einen oder anderen wieder mit rein. Mindestens das mit die. Tümpel und sowas, also mit der Intrigue, weil es ja so ist, es sieht schon ein bisschen schön aus, und die Lampen, aber das ist halt alles von Workshop auf alle Fälle. Ja, müssen wir mal sehen, ob da jeder Lust hat oder so, oder mitzufahren. Wie gesagt, geht im SCS-Konvoi. Schauen wir mal. Oder andere wird vielleicht Lust haben. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, müssen wir halt mal sehen. Nimm diese Ausfahrt. Aber wie gesagt, ich muss immer sehen, weil ich bin ja auch so nebenbei mit dabei, mein Discord neu ein. Alles wissen, wenn man sich da halt nicht so auskennt. Richtig, wie man das einstellt, ist halt blöd. Ja, es gibt Videos, die da eben gut erklären und so. Hab das auch schon
gemacht da und geschaut und alles. Und trotzdem, wenn es dann nicht funktioniert irgendwie, da kriege ich einen Föhn. Aber das Problem ist halt das, ich bin halt so ein bisschen ungeduldig. Also bei mir muss das eingestellt sein, muss dann funktionieren und dann gut. Also da darf ich gar keine, wie soll ich sagen, einmal einstellen und fertig. Nicht immer andauernd neu machen. Also das hängt irgendwie die ganzen Updates von Windows und alles zusammen, da verstellt immer alles. Alles und das ist schon ärgerlich, finde ich. Das ist meine Meinung. Also ich mag das, wie gesagt, alles eingestellt ist und gut ist und es muss laufen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ah, euch geht es ja bestimmt auch so. Diese Ausfahrt. Genauso, was ich auch nicht verstehe, man hat es dann eingestellt, alles läuft einwandfrei über 2-3 Monate oder wie auch immer. Und mit immer funktioniert nichts mehr. Nur weil du abends den PC ausgemacht hast und früh wieder eingeschaltet hast oder mittags, je nachdem, ne? Abend. Und du fragst dich, wieso funktioniert das nicht? Ja, und du hast nichts verstellt. Das muss ich sagen, ist ehrlich gesagt ärgerlich und das nervt mich. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und dann suchst du, dann irgendwann hast du mal was gefunden. Die Ausfahrt rechts. Dann geht's. Ne? Genauso. Du hast, ich sagen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Irgendwas anderes installiert oder wie auch immer oder. Jetzt gucken, dass das funktioniert alles. Scheiße, hab ich vergessen zu blinken. Ah, egal. Und kriegst das nicht hin, trotz Video und alles. Und hältst alles ein und funktioniert trotzdem nicht. Und ja, und da bin ich echt sehr wie soll ich sagen, nicht ungehalten, wie sagt man, ungeduldig, jetzt habe ich's. Ungeduldig und wenn das dann nicht funktioniert, ne? Nervt ganz einfach und ja, würde ich auch machen, ja. Also wie jetzt, warum geht mein Regensensor nicht? Ah, das ist manche Dinge da, das versteht man. Ich bin so einer, es muss eingestellt werden, installiert werden, eingestellt werden, so wie du es brauchst und Schluss. Dann muss es laufen. Selbst wenn jetzt ein Update kommt, ruhig und es muss laufen. Dass da gar keine Probleme groß gibt. Und ich finde es halt schon nervig, wenn da alles sich verstellt oder so, ne? Und das ist echt nervig. Ich sag mal, so ändern kann man es ja nicht, ne? Dass sich mal was verstellt, aber auf Dauer finde ich das echt. Und mit den Updates, warum? Immer wenn ein Update kommt, neues, alles schön und gut, so muss das sein. Ah ja, nix. Aber warum kenne jetzt die Updates deine Einstellung, was du gemacht hast und so alles, nicht übernehmen? Verstehe ich nicht. Nein, das übernimmt die Hälfte, wenn überhaupt. Und dann musst du das selber neu machen und so. Kann es ja irgendwo auf eine Art ja auch nicht sein. Also ich finde,
wenn das da drin ist, dann sollte es auch so bleiben. Nicht das. Jetzt hier andauernd hier alles wegmachen und neu machen und so. So nervig, finde ich. Finden. Machen Sie eine Kehrtwende. Ah ja, das ist schon, das war jetzt ein Fehler von mir selber. Alles gut. Ja, aber wie gesagt, mich ärgert das irgendwo alles. Warum man Einstellungen gemacht und dann später, bloß weil ein Update gekommen ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Normalerweise gehört es so, dass das Zeug gespeichert ist. Immer geradeaus. Dass das dann drinne bleibt. Hat nichts Großes verstanden. Das war auch okay so. Das muss auch so sein, finde ich. Aber so passt es. Aber das wird nicht mir nur so gehen, das wird bestimmt auch euch allen so gehen. Vor allem aus Hackerangriff, sage ich. Da frage ich mich bei manchen Leuten, was soll das? Was soll das? Die machen dir alles kaputt und du fragst dich, mit welchem Recht machen die jetzt deinen Computer kaputt oder gehen auf deinen Rechner drauf oder so? Mit welchem Recht? Ist ja bloß, um ein bisschen Geld zu kriegen und deswegen die anderen zu schädigen. Das war Schwachsinn. Ja, oder so bei manche kriegst du E-Mails oder so von Frauen oder wie auch immer. Und Männer, je nachdem, also wer was drauf steht. Und die wollen bloß deine Kohle. Weißt du? Und da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Da war eine Frau, zum Anfang auch, man frei gechattet alles, tipptopp. Ja, und am Ende nur Geld. Da fing ich zu ihr an, oder zu denen, oder je nachdem. War ich noch. Da fing ich so zu ihr an, ja, alles schön und gut, ich sage Mädel. Was ist, wenn ich das mit dir so mache? Sag, gib du mir mal das und das und. Da kam nichts mehr. War mit immer Feierabend. Da fällt dir doch ein, oder? Siehst du doch, dass du nur übers Internet über den Tisch gezogen wirst. Ja, und viele fallen drauf rein. Oder du wirst geschädigt übers Internet wegen. Das Spiel, was du machst oder wie auch immer. Und dein Computer wird verstellt und wenn du dann hieß, wenn du das nicht machst, zahlst, kriegst du das nicht wieder und was hast du nicht alles gesagt? Das sieht man ja auch bei den großen Firmen und so, was da alles ist. Nein. Sag ich mir, was soll der ganze Scheiß? Ich finde es sowas von affig, also ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich denke mal, das geht nicht bloß mir so, das wird noch anderen auch so gehen. Normalerweise gehört sowas gleich weg.
So Leute schädigen, das geht gar nicht in meiner Augen. Ich finde das sowas von unverschämt. Okay, lass uns eine neue Route finden. Manche, mögen das oder so, oder was weiß ich. Was bringt das für Sinn im Endeffekt? Und dann bleiben sie immer was bringt das für Sinn, wenn ich dich schädige? Und ich habe nichts davon. Und dein PC oder was weiß ich alles in Ordnung. Also, ja, ich verstehe es nicht, wie manche schon auf so eine Idee kommen können, sowas zu machen. Ne? Wenn die Dunkelziffer sehr hoch, wie auch immer. Aber wie gesagt, mit dem PC muss ich sagen, ist echt nervig. Hast alles eingestellt, egal wo das ist. Also alles ordnungsgemäß installiert, dann so ein Mist da. Bin ich ehrlich gesagt nervig. So, jetzt sind wir schon wieder hier fast rum mit der Zeit. Ja. 100 Kilometer haben wir noch vor uns. Den. Hier kommt ja ein Parkplatz. Noch mal schnell Pause machen. Immer geradeaus. Kein Problem, ich finde eine neue Route. Demnächst rechts abbiegen. So, jetzt machen wir hier mal Feierabend, weil die Zeit ist ja auch schon rum. Jedenfalls sage ich mal vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und dass es euch ein bisschen gefallen hat. Und ja, wenn ihr jetzt nichts verpassen wollt, vielleicht ein Abo und ein Like, ein Kommentar. Verpasst ihr nichts mehr, die Glocke mitdrücken natürlich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Gamer Chaco. Ciao, ciao.